Sonnenschein, ja, der kann weg sein. Ja, Mai, sagt man dann, aber dann ist es zu spät. Endziffer 6, relax. Endziffer 0, Holger Thomas und Marie, Marie. Marie, Marie. Und weiter mit der 7, wenn es dich noch gibt, Roger Whittaker, die 7. Wen sehen Sie wieder am 25. April? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Wählen Sie bitte jetzt. Spannung jetzt, meine Damen und Herren, nicht nur bei Ihnen zu Hause, bei allen übrigen Millionen Zuschauern, sondern vor allen Dingen natürlich hier im Studio und ganz besonders auf den ersten beiden Reihen da drüben, denn welcher Titel wird es sein, der auf 3, auf 2 und auf 1 landet? Die Zahlen tauchen dort gleich auf, zunächst mit einem Strich und ich möchte noch einmal sagen, es kommt nur ganz kurz ein Kontakt zustande und dann kommt vielleicht noch ein kurzes Danke und dann reißt es bereits ab und die Nummer, die Sie angerufen haben mit der Endzahl des Titels, den Sie wiedersehen möchten, wird bereits registriert, sodass man dann genau weiß, welcher Titel es sein wird, der auf den vordersten Plätzen liegt. Ich sehe jetzt Spannung drüben, nachdem meine Kollegen von der Kamera natürlich die Bank drüben zeigen. Hier auf dem Schirm bei mir tut sich bisher noch nichts. Bitte Anrufe beendet. Das wissen wir schon mal. Nun also müsste eigentlich jetzt gleich von Wiesbaden vom Rechenzentrum aus rüber geschaltet werden. Dies ist immer wie eine Wahl, die wir nun gerade hinter uns haben, wie eine Wahl und man wartet jetzt mit Spannung, was mag auf den Plätzen liegen. Ich habe das Gefühl, hier vorne funktioniert etwas nicht, sonst haben wir es immer viel schneller gehabt. Aber das haben Sie ja auch schon bei der Wahl gesehen, dass der Ted mal etwas später kommen kann. Wir haben nur noch einige Minuten, aber wir wollen ja auf jeden Fall auch noch den Siegertitel präsentieren. Es ist 20.12 Uhr und genau 38. Da ist bereits das Endergebnis. So schnell war es noch nie. Wir haben gar kein Zwischenergebnis mehr gehabt. Nun muss ich einmal ganz schnell gucken. Auf dem dritten Platz landete der Titel mit der Endziffer 8. Das ist Gitte. Auf dem zweiten Platz landete der Titel mit der Endziffer 7. Das ist Roger Whittaker. Und auf 1 landete der Titel mit der Endziffer 6. Und das ist Relax mit dem Titel Ja Mai, das hätte ich nie gedacht. Und die haben es auch nicht gedacht. Da ist ihre Nummer 1, also ein Wiedersehen. Dann mit Roger Whittaker und mit Gitte und mit Relax am 25. April. Spitzenreiter bei der 163. Ausgabe Ihrer Hitparade im ZDF. Das war sie. Zusammenarbeit mit Media Control, Kamera Jens Jüttner, Sepp-Jürgen Braune, Wolfgang Ehlert, Manfred Schäbstadt, Manuel Stahl, Bildschnitz, Michael Becker, technische Leitung Ralf Grobecker, Bildtechnik Bernd Lüdke, Ton, Dieter Mikleis, Szenenbild Joachim Tschetschenga, Produktion Ernest Jensen, die Redaktion hatte Dieter Weber, die Regie hatte Pitt Weirich. Ein Wiedersehen, wie gesagt, meine Damen und Herren, am 25. April mit der 164. Wir sehen uns zwischendurch wieder mit der Pyramide am Freitag, den 15. April. Guten Abend und es war natürlich auch hier eine Sendung Ihres ZDF. Auf Wiedersehen.